Hinter mir ist immer noch nichts. Ich hoffe mal, hinter mir kommt auch nichts mehr. Hallo und willkommen, Leute. Hier ist Grubbed und ich heiße euch herzlich willkommen zu 123 Slaughter Me Street. Ein sehr krasses Horrorgame soll es sein. Ein sehr, sehr, sehr krasses Horrorgame mit sehr bösen Jumpscares. Das sieht von ganzen Aufmachungen her sehr ähnlich aus wie FNAF. Es ist genauso dreckig, es ist genauso eklig. Das könnte möglicherweise das sein, was die ganzen FNAF-Fans immer wollten und was ich auch immer haben wollte. Einfach ein Spiel, was noch härtere Jumpscares hat und ein bisschen gruseliger ist und ein bisschen mehr bietet. Ich habe nicht viel davon gesehen. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr böse aussieht, ziemlich dreckig ist und auch genauso eklige Puppets hat. Und falls ihr eben die Grundstory mitbekommen habt. It was believed he resided at the apartment complex on 123 Sutter Mill Street. He is globally regarded as the father of the Cause Puppet, which is an outfit a puppeteer can wear and manipulate from within. Es geht darum, dass es hier in diesem Gebäudekomplex in der 123 Slaughter Me Street, welche Straße auch immer, heißt Schlachte mich ab Straße 123, das ist die beste Adresse aller Zeiten, da würde ich auch gern wohnen. Auf jeden Fall gab es da irgendeinen Mann, der mehrere Jahre lang vergessen wurde von seiner Familie, der sich dann irgendwie abgekoppelt hat und in diesem Apartment komische Puppen gebaut hat. Irgendwann ist der Typ dann gestorben. Und niemand wollte die Puppen abholen, die haben einfach das Gebäude, komplette Gebäude einfach abgeriegelt und ein Krimineller, den wir jetzt spielen, der auf der Flucht von der Polizei war, ist jetzt in dieses Gebäude aussehen reingebrochen, als er auf der Flucht von der Polizei war, wie gerade gesagt. Ja, nice. Und jetzt sind wir in diesem komischen Gebäude drin. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. No fucking... Oh, Alter, dein Ernst jetzt? Okay, das war... laut. Turning around using your light is important, growls are good, remember that. Was? Ich weiß nicht, wie ich das spiele. Spiel! Möchtest du nicht möglicherweise ein bisschen was erklären, wie das Spiel funktioniert? Nein? Okay. Was? Ich verstehe das Spiel nicht! Ah! I don't get it! What happened? I don't get it! Was? Kann ich mich umdrehen? Ich verstehe es nicht. I don't... What the fuck? Das ist creepy. Das ist sehr creepy und ich verstehe nicht, was ich machen muss. Einfach weiterlaufen? Ich laufe einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Okay, ich laufe einfach. Fuck it. Irgendwas ist hinter mir, glaube ich. Einfach laufen. Fuck it. Oh! Hä? Was soll ich denn machen? Ah, wäre vielleicht ganz praktisch gewesen, wenn das Spiel mir gesagt hätte, dass ich mich mit Q umdrehen kann. Okay, das ist auf jeden Fall ein Typ. Hi. Wie es geht. Oh, fuck! Wie soll ich jetzt von dem wegkommen? So anscheinend. Okay, anscheinend muss ich einfach immer wieder permanent umdrehen und den Typen aufhalten, dass er mir nicht hinterherläuft. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Das scheint der Einzige zu sein, der hier ist, oder? Ja. Okay, wenn er rumstöhnt, dann ist er langsamer geworden, glaube ich. Das heißt, ich muss einfach weiterlaufen. Hä? Ich verstehe nicht, wie komme ich denn jetzt da rein? Ich meine, ich bin hier. Kann ich jetzt bitte irgendwie hier reingehen? Ja, ich komme nicht rein. What the fuck? Wie soll ich denn durch die fucking Tür kommen? Okay, ich hätte vielleicht möglicherweise erstmal das Tutorial angucken sollen, ich Vollidiot. Press F to open the door. Warum F? Warum F? Von allen Tasten, wie kommst du auf F? Warum nicht E? Es wird mehr Sinn machen. Okay, gut. Okay, let's fucking go. We can do this. This is easy. Umdrehen. Leuchten. Okay, er ist da. Umdrehen. Leuchten. Okay, gut. Ups, das wollte ich eigentlich nicht machen. Okay, ich muss sagen, die Mechanik vom Spiel ist jetzt ziemlich cool. Die Mechanik ist ziemlich cool. Ich habe es jetzt vielleicht nur ein bisschen kaputt gemacht, weil ich zu doof war, um zu raffen, wie ich das spiele. Aber okay, ich glaube, wir kriegen es hin. Okay, er soll einfach nur growlen. Okay, nein. Das ist gut. Umdrehen. Laufen, laufen, laufen.
Laufen, laufen, laufen. Und rein. Perfekt. Okay, wir haben jetzt die erste, was auch immer, geschafft. Den ersten Flur. Okay, ich habe keine Ahnung, was im zweiten kommt. Vielleicht kommt irgendwie ein neuer Jumpscare dazu oder so. I don't know. Hallo? Warum springst du nicht einfach aus dem Fenster raus, du Idiot? Das ist nicht eigentlich viel smarter? Oder zumindest rauszuklettern? Weil ich glaube, die Dinger können nicht unbedingt klettern. Vielleicht können sie doch klettern. Vielleicht sind es ziemlich smarte Dinger. Wer weiß. Okay. Warum growlen die überhaupt? Warum heulen die rum, wenn das Puppen sind? Das macht keinen Sinn. Okay, approach each door with caution very slowly. Okay, also wahrscheinlich gibt es jetzt hier auch an den Seiten Gegnern. Schätze ich mal. Oh Gott, das wird kacke. Na gut, machen wir das mal. Ich muss die Steuerung noch ein bisschen dran gewöhnen, weil die Steuerung ist komisch, aber ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, gut. Was? Okay, die Steuerung ist echt... Muss ich echt richtig dran gewöhnen. Okay. Kommen die aus den Türen raus? Ich glaube, die kommen aus den Türen raus, oder? Okay. Ah. Okay, ich muss mich einfach langsam bewegen, weil die aus den Türen rauskommen. Ah, okay, I get it. Das ist cool gemacht. Das heißt, ich muss aufpassen. Ist hinter mir was? Ne, hinter mir ist nichts. Das ist gut. Hinter mir? Hinter mir ist auch nichts, okay. Hi. Hier ist auch nichts. Hinter mir? Okay, die Taschenlampe ist ein bisschen komisch. Die ist sehr frustrierend, muss ich sagen. Ein bisschen sehr komisch eingestellt. Okay. Hinter mir ist immer noch nichts. Ich hoffe mal, hinter mir kommt auch nichts mehr. Das war fucking knapp. Okay. Okay, los. Okay, wir haben damit auch den Flur. Oh Gott. Okay, gut. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel jetzt ein bisschen besser, wo ich es ein bisschen besser verstanden habe. Eigentlich eine ziemlich coole Idee. Es ist natürlich sehr FNAF-ähnlich, obwohl es. Na, ich weiß nicht. Also die Art der Jumpscares und das Grundgerüst ist sehr ähnlich, aber die Spielmechaniken sind komplett anders. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Es gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich cool. Und ich würde, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr von spielen. Schreibt einfach unten in die Kommentare, was ihr davon bis jetzt haltet. Wir haben jetzt den ersten und zweiten Floor geschafft. Ich glaube, es gibt bis jetzt 7. Wir müssen einfach mal gucken. Egal. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich würde es gerne durchspielen. Ich glaube, es wird auch gegen Ende sehr, 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 sehr schwer. Sehr FNAF-artig. Also, dann bis zur nächsten Folge, Leute. Euer Crafted. Bis dahin.